So, hallo, heute checken wir Attacus Atlas, den Phagara Seidenspinner. Die ersten sind L6 geworden. Schauen Sie mal hier, das ist schon ein prächtiger Kerl hier von Attacus Atlas. Ich habe schon neue Boxen vorbereitet, mit feuchtem Toilettenpapier hier, befeuchtet, mit Wasser befeuchtet. Und jetzt kommen die Caterpillar hier rein. Wir haben auch gesehen, dass einer ist gestorben, einer, der zurückgeblieben war. Wenn Sie zurückgehen in der Playlist, werden Sie sehen, welches Tier das war. Und eine andere Raupe, die sieht nicht sehr gesund aus, die werde ich sozusagen ein bisschen in Quarantäne setzen. Das ist die hier. Die ist jetzt ein bisschen bräunlich geworden. Ich glaube nicht, dass sie das überleben wird. Kann sein, dass in einer Box die Temperatur, respektive die Luftfeuchtigkeit ein bisschen zu hoch war. Das sieht man hier an diesem komplett von Myzel eines Schimmelpilzes überwucherten Kotpellets. Und hier ist die tote Raupe hier, die zurückgeblieben war, die ist jetzt noch, die war also im L3-Stadium, ist die hier gestorben, auf den Boden runtergefallen und dann da verendet. Ja, aber die anderen sind prächtig in der Entwicklung. Ich zeige Ihnen vielleicht gerade noch eine hier, wie die aussieht. Die großen, die da, ja, zum Beispiel die hier. Die sind jetzt gleich losgegangen hier auf die neuen Blätter. Das heißt, das Zeichen, dass die natürlich jetzt gerne wieder neues Futter fressen. Aber das ist eine schöne L6 von Attacus Atlas hier. Ja, ich werde die jetzt mal schön fressen lassen hier. Die ein bisschen in Ruhe lassen. Ungestört, dass sie dann diesen schönen, großen, starken, grünen Blättern von Ligustrum ovalifolium sich satt essen können. Und wenn Sie dabei bleiben, abonniert haben den Kanal, dann werden Sie sofort sehen, was weiter geschieht mit diesem größten Nachtfalter der Welt. Von der Fläche der Flügel her berechnet. Es gibt solche, die ein bisschen größere Spannweiten noch haben, aber Attacus Atlas gilt als der Falter mit der größten Fläche der Flügel. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß hier im Sky Food Kanal. Ja, warum ist Sky Food Kanal hier? Weil Phagara Seidenspinner werden die Puppen auch gegessen, dort wo man die Seide gewinnt aus den Kokons. Wenn man die Puppen im Innern noch antrifft, werden die von den Völkern, die da traditionell sich in den Wäldern aufhalten, werden die dann auch verspießen als Spezialität, als Delikatesse. Danke fürs Zuschauen.